Und weiter geht's mit einem Let's Play Part von Doppelk. Hoffentlich haben wir dazu die passenden Viruskerne. Wer? Oh, warum hast du nicht vorher nachgeguckt, bevor du den Part gestartet hast? Wir haben aber genügend. Ich hau ihn, wenn nicht. Guck doch, nur ein. Oh, bei N, okay. Dann haben wir Glück gehabt. Und zwei A. Braves Tuk-Tuk, jetzt habe ich Ei gemacht. Oh. Bei dir, warum mach einfach bemitleidigst du dich selbst? Ich habe auch, das war nicht bemitleidenswert. Alter! So? Ja, so, oh! Das haben wir auch schon mal gesehen, oder nicht? Ja, das, ich weiß nicht, ob ich das überspringen kann. Wenn ich mit Kreis zumindest nicht. Okay. Aber mit Start. Zumindest etwas und das jetzt nicht mehr. Kapisch! Es ist so bunt gewesen. Na, wenigstens sind wir nicht alleine da. Das sah nämlich eben so aus. Das sieht immer so aus. Nee, ich nehme lieber nur die Gegner im Dungeon mit. Mist. Zu spät. Phantomflügel. Also wieder eine Motte eigentlich. Ja. Och ja, 70 lohnt sich doch schon noch. Ich finde es nur ärgerlich, dadurch, dass nämlich Kite und Mistral in dem davorigen Part noch ein Level abbekommen haben und Black Rose nämlich nicht, wollten wir sie eigentlich mitnehmen. Aber naja, die will wir heute nicht. Ach, diese Viecher schon wieder. Da ist es doch. Kann man vor Kämpfen eigentlich theoretisch abhauen? Nicht richtig, richtig. Hier so in der freien Wildbahn quasi, ja. Freien Wildbahn? Aber in einem Dungeon nicht, weil da ja dann die Tore zu sind. Ja, ja, das weiß ich. Da kommst du dann nicht weiter. Also da kannst du auch nicht drumherum gehen. Ja. Ach da. Ich wollte gerade sagen, musst du dich nicht drehen. Ja. Mein Fehler. Und ich. Ich hab nichts gesagt. Hast du es gehört? War laut gedacht. Du weißt, wie das gemeint war. Ne? Ja. Kennst mich doch. Effekte natürlich. Ja, das denkt er sich auch. Das ist eigentlich ein Fehler, ein Bug. Aber ja, Effekte. Texturenfehler. Naja, ich sagte ja, ein Bug halt. Das naja. Ist ja. Und sie denkt, das sind Effekte. Sie ist schon ein bisschen naiv, ne? War sie zufällig blauäugig? Nee, ich glaube nicht. Ach, wie die Viecher da. Diese Titten-Totenköpfe. Nimm einen Zauber! Gegenstand, meine ich. Du gehst fast tot. Komm auch noch fast. Ja, die da auch. Die Gardine. Nein, ich weiß, dass die Gardenia heißt, aber war das nicht eine Pflanze? Nein, theoretisch. Ihr geht beide fast tot. Nö. Erholung kriegt höchste Priorität. Die hat aber auch nicht so viel SP. Oder ihre Techniken sind dementsprechend auch stark und deswegen... Naja, zum Verkaufen. Bäh. Zum Verkaufen. Oh, ich dachte nochmal, der Tod. No. Weil ich schon so viele von gekauft habe. Hätte man das vorher gewusst, hättest du dieser Gardenia eine geben können. Ja. Aber die brauche ich alle dann schön weiß gell. Ihre Haare da. Ah. Sieht komisch aus. Ob wir übrigens dann im nächsten oder übernächsten Spiel auch Haseo treffen? Weiß ich nicht, aber ich denke doch, ne? Na, schon hingehört, ne? Ja, ich hab... Haseo! Ja! Okay, vielleicht weißt du das, oder du... Weiß gar nicht, was ich meine. Ich denke eigentlich schon. Okay, dann weißt du es wahrscheinlich noch, weil ich dir ja schon mal sagte. Ja, ich glaube eigentlich schon. Okay, gut. Jetzt bin ich zwar verwirrt, aber ich glaube schon, dass sie dasselbe meinen. Dann sag mal, was meinst du? Nee, das sage ich jetzt nicht, weil das wäre ja Spoiler.
Das sage ich dir danach, wenn der Part vorbei okay, ist. Gut, dann. 60 und 1, also 61. Ja, dann müsste Gardenia ja fast sein Level up bald haben. Feuerkette. Die hatten wir auch nochmal, das heißt, ich kann ja eine geben. Ah, nur weil wir heute gerade gute Laune haben. Ja. Na, wenigstens ausgerüstet. Hat sich gelohnt. Jetzt auch Level. Eier! Da hast du so ein Ei. Ein Ei, nicht Eier. Ja. Bam, tot. Was ist das für ein Viech? Eine dunkle Hexe. Da, siehst du? Gardenia hat ein Level ab. Halte mich jetzt nochmal, ich hab doch was voll. Ist doch egal, lieber sie macht es jetzt, wo du wieder ein bisschen rumläufst und die SP hochkommen, als wie wenn, was weiß ich, ganz viele Portale da sind. Würde ich zumindest sagen, ja. Ne? Ich sehe es schon kommen. Ein halber Weg ohne irgendwas. Und jetzt zum nächsten Gebiet. Na, war so klar. Ich will zur Götterstatue, die ist doch da oben rechts. Es bringt nichts, wenn du auf dem Bildschirm haust. Ich weiß, ich hab da nur hingetickt. Die PlayStation 2 könnte ausgehen. Ich hab da nur hingetickt. Das ist ein neuer Baum. Ein Backbaum. Ja. Gib mal so ein Feuergegenstand-Ding, dann geht's vielleicht ein bisschen schneller. Was für ein Feuer? Ja, Feuer. Aber dafür, dass du heilst, solltest du. Warum? Mistral halt doch. Achso, stimmt. Und wir haben doch Skillentzug. Ich würde trotzdem mal so einen Gegenstand hingeben. Ich hau ich erstmal auf Ersthilfe schon mal drauf. Wir hatten doch so ein Feuerding, ne? Ja. Ich würde sagen, es heißt Holzstück, ganz ehrlich. Der Baum sieht ja eigentlich gar nicht so doof aus. So mit dem Grün, so, ne? Ah! Zurück. Geht doch. Konntest dich nicht bewegen? Nee, weil ich noch im Skill drin war. Also zufällig! Du hast dir gesagt, dass der Story bedingt ist. Ja. Tot. Boah. Kriegst du aber nicht. Boah. Als ob das ein Event war. Das sagt er doch. Also reinbringen würde ich nicht sagen, reinholen würde ich das ja nennen, ja. Ne? Oh. Was mich jetzt aber störte, war, obwohl da noch eine dritte Person mit dabei war, dass die so random, uninteressant war, weißt du? Mhm. Das finde ich ein bisschen dämlich. Ich finde, die hätte auch einen Satz oder so sagen sollen. Ach, nicht mehr. Erst mal dich wieder hinzufügen. Also dafür, dass sie die Wäsche reingut ist, geht aber schnell. Na gut. Immer noch weg, okay. Dann warum nimmst du nicht diesen Typen? Weil ich sie jetzt kurz wieder nehme. Eigentlich wollte ja Black Rose das wieder. Ja, deswegen ja. Vielleicht musst du ins Board gehen nochmal. Vielleicht hast du eine Nachricht von ihr. Erstmal guck ich kurz. Nein. Erstmal guck ich kurz Gegenstände. Ach doch, ich habe noch genügend Platz. Ja, aber vielleicht trotzdem mal gucken, oder? Wird Weil sie ja eigentlich dahin wollte. Siehst du, sagt er auch. Okay. Das heißt wirklich mal ausloggen. Also wenn ich diese Gardenia wäre, würde ich mich jetzt verarscht fühlen. Erst sagt er bei, dann sagt er komm wieder und dann bin ich aus. Ich auch denken, fick dich. Sport. Lasst uns Tag spielen. Achso. Ihr habt's ja nicht mehr. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Was hat was? Lauschen? Und Essen damit zu tun, Gob. Also, ich bin Albert der frühe Vogel, einer der vier Gob-Könige, Gob. Bin seit 5 Uhr auf, komm zu, abscheulich, golden, Wahrheit, 6 Uhr, Gob, komm allein, Gob. Also wieder Goblin-Fang. Aber vielleicht haben wir eine E-Mail. Ja, meine ich ja damit.
Ich dachte eigentlich auch von Black Rose, weil es muss ja einen Grund geben, dass sie jetzt nicht kommt. Obwohl wir ja mit ihr dahin wollten. Richtig. Na, das ist, ich bin gut. Irgendwas bei dir? Viruskern erhalten. Ich habe einen Viruskern. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Es ist doch logisch, dass sie das obere wählen. Es geht ja nicht weiter. Schön. Okay. Die hat uns nicht auf unsere E-Mail geantwortet. Das ist voll. Achso. Tintenfisch. Ja, okay. Also quasi wirklich sowas wie. Eine was? Molluske? Ja. Das andere zählt doch gar nicht. Tintenfische sind lustig, man muss sie einfach gern haben. Ja. Okay. Machen wir einfach. Das klang jetzt ziemlich dämlich. Wir machen aber erstmal ihre Quest, bevor wir die Story-Quest machen, weil es kann sein, dass wir dort bereits schon auf Skaz treffen. Was, in der jetzigen? Mhm, also wo wir dann mit Black Rose hingehen. Ja, ja. Und welche machst du jetzt? Die für Gardenia. Gardenia. Ja, Gardenia, genau. Hi Black Rose. Quatschen. Wir wissen. Also vom Namen her würde ich jetzt nicht gerne mitkommen. Naja, so in ein verfluchtes Paradies will ich nicht gerne gehen. So, aber erstmal machen wir ja für. Dann kann doch wer anders. Ja. Na, sie muss ja mit. Achso. Ich sag ja, ich würde mich verarscht fühlen. Ich sag auch einfach mal, den Goblin werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen, weil ist jetzt nichts Besonderes. Ja, man weiß ja, er läuft ja immer weg und du musst ihn K.O. hauen. Genau. Und dann kriegst du was geschenkt. Deswegen hast du ja auch die ganzen Temposprüche. Oh, das sieht doch hübsch aus. Der Himmel zumindest. Nix. Ein was? Hitori Shizuka. Aha. Schnauze. Wo? Wo soll ich das da wissen? Achso, du meintest das. Diese Viecher haben dich gern. Ich sehe aber nicht. Hallo! Ja! Freunde! Das andere kleine Katze liegt noch da, die Wurst da. Dummer Stift. Für mich sieht das ja aus wie eine Kackwurst. Ich weiß. Ja, schon irgendwie, oder? Katzenklingen. Ich glaube nicht, dass die besser sind als das, was wir jetzt gerade haben. Nein, nicht wirklich. Für wen sind die so? Das sind nur für uns. Ach so, dann verkaufen. Aber wir haben da was anderes bekommen. Feuerhände. Für Heavy Axe Metal. Und Feuerhände. Naja, aber das ist... Da. Ich kann versuchen, die zu erweitern, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Schon wieder da, dieses Viech. So. Ah, doch, hat. Nein, das war Mistral. Achso, okay. Das hat sie eingesetzt. Das war ein kleiner Blitz. Mal steht da welche Quellen. Dann probier dein Glück. Ich glaube, die ist zu hoch dafür leveltechnisch. Dann mach doch diese Katzenklingen. Meinst du? Naja. Dann kriegen wir noch eine Level 7er, deswegen mach ich. Achso. Vielleicht eher. Pyros braucht sowas nicht. Ich versuch's einfach. Und entweder kriegen wir eine goldene und eine silberne Axt noch dazu. Oh! Was ist das denn, Viech? Großvater Level 2. See you later, Alligator. Drück die Daumen, drück die Daumen. Oh.
das ist gut. Luftarmreif. Wieso wird Feuer zu Luft? Nein, es ist, der Gegenstand ist nur leveltechnisch aufgestiegen. Ich glaube nicht, dass der besser für uns ist, oder? Nee. Also es geht, es steigt schon einiges, aber ich finde eher magisch, also vielleicht solltest du gucken, ob den Dings haben kann. Ja, auch wieder was. Mistral halt. Würde ich sinnvoller finden, weil sie ja magisch ist. Ja. Nimmt sie bestimmt gerne. Wieder ist so eine Sammlung. Ja, siehste, hat sich gelohnt. So. Jetzt in den Dungeon oder was? Ja, in den Dungeon, richtig. Aber erstmal. Hä? Gruppenheilung. Also sie hat gar nicht so viel SP, aber trotzdem verbraucht sie immer total wenig. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass 120 gegenüber 73. Was denn? Oh. Ich hau ab. Oh ne, das ist Grunty. Das ist irgendwo. Aha. Hier, die kämpft schon. Das sind Gegenstände. Das braucht dich. Eigentlich ist es lustig, Mistral ist hinter dir hergerannt und die nicht. Die hat gekämpft. Ja. Und sie geht dafür auch fast flöten. So. Ja, okay, gibt aber noch gute Erfahrung. Naja, wo habe ich hier was gehört? Weiß ich nicht, weil ich ja gar nichts gehört habe. Da. Ja, irgendwann werden wir uns doch mal dran setzen, einen Grunty zu züchten, bestimmte. Dann kann man auf den reiten. Oder? Nicht wirklich so. Na gut, aber sie können Items suchen. Zumindest jeder Grunty hat ja auch bestimmte Funktionen. Fähigkeiten. Ja. Funktion klingt, als wäre das irgendwie ein Traktor schon oder so. Ja, doch, schon als Funktion. Ja, aber es klingt so Traktor-like, sei mal nicht so grauenvoll. Warum reden die über Fussel? Nee, meine deswegen wahrscheinlich bei einer Pusteblümchen. Ja, deswegen war ich jetzt auch ein bisschen, aber generell, da ist ein Grunty Essen Ei Ding da. Tod. Hexe, tot. Ei. Ja, für sie lohnt sich das aber noch da, die hat 40 gekriegt. Molchkette. Die hatten wir auch noch nicht, aber die ist bestimmt nicht so gut. Ja, okay, es geht, aber. Ach doch, es geht. Aber Wasser, da geht runter, ne? Aber dafür Feuer, Magie ausweichen und das ja, dann machst du doch. Und Laret ist immer noch drin, also. Dann gibt die dann. Ach ne, was dann ist. Erstmal. Datenentzug. Und komm schon, danke. Du musst da nicht immer so drauf, wenn man. Mal neu hoch verbessern. Hoch 4. Und Erdaxt. Schön. So. Mach nicht du. Ich hab nur einmal hochgedrückt und der geht zweimal, okay. Ja, weil du nicht sanft machst und du bist fast tot. Ich bin ja jetzt schon auf Heilung. Ne? Krieg dich ein, Alter, wie du da drauf hämmerst. Ja, das ist gut, ist gut. Krieg dich ein. Wärst du lieber, wenn ich Turbo-Knopf aktiviere? Könntest du beim Endgegner machen. Also theoretisch gesehen, wenn du jetzt im Menü nicht rumguckst und wenn du nur angreifen willst, wäre das vielleicht mal eine gute Idee. Oder nicht? Eventuell. Aha, wieso dankt sie uns?
Hatte sie ein Level? Nein, ich glaube nicht. Ich guck gleich. Wenn sie Level 19 ist, ja. Nein, noch nicht, aber gleich. Ja, wir auch gleich. Ich denke, ich darf bei 700 etwas schon gleich sagen. Wir sind schon bei 900, glaube ich. Ah, nee, sie war bei 900. Genau. Aber ich wollte schon sagen, so blind bin ich dann jetzt nicht. Na, wenigstens zum Angreifen. Haben die anderen eigentlich auch so ihren Story-Dungeon? Ja, immer mal wieder. Haben sie doch. Sollte haben wir ja mit Pyros auch, schon erlebt. Ja, sollten wir vielleicht dann auch machen, na, bevor wir dann den Endboss machen? Ne, das kommt ja immer einmal so, je nachdem wie weit man ist. Also trotzdem vom Endboss? Nicht wirklich. Na, das ist ja doof. Wir haben ja schon mit ihr, ist jetzt halt dieser Dungeon mit Pyros hatten wir schon. Ah, den anderen nicht, richtig. Ja doch, wir haben ihm einen Gegenstand gegeben, aber dafür nur, dass er seine Es Adresse kann sein, dass kriegen. Wir die da vorher dann noch einmal ins Team nehmen müssen. Schon wieder. Oder halt in einem späteren Spiel. Komm her, du Kackwurst. Hui. Ja, ich habe mitbekommen, dass du wiederbelebt wurdest. Level up. Ah, wir noch nicht. Nein. Ich gelingt, dank dir weg. So. Feuerwehrjacke. Ich wurde von einer Fliege angegriffen. Das ist wo? Ja. Gilt. Hast du was mit Feuer? Ja, ich. Kannst auch einen Gegenstand hingeben. Ich warte, bis sie dann da. Hast du viele Dinger doch. Na, mit gut. Feuer. Da, nee, okay, doch nicht. Na, warum Feuer? Ich kann auch Wald machen. Nein, hat nichts gebracht. Doch. Wo denn das da jetzt? Mhm. Einmal. Gewesen. Genau. Sowas kann ich echt verzichten zurzeit. Auch wenn es gut Geld gibt. Ich kann es ist nur einer davon. Es ist nur einer davon. Ja, da kann ich nerven die. Alleine stören sie mich nicht, aber wenn, sobald sie zu zweit sind, immer. Oh. Jedenfalls geben sie noch Erfahrung. Oh, oder auch nicht. Ich hoffe nur, dass sich die SP noch ein bisschen regeneriert. Meine Truhe laut der Karte da. Alter, ich hätte den voll von so einer dicken, fetten Fliege angegriffen. So ein fetter Brummer. Brumm. Ja, ich mag diese Viecher überhaupt nicht. Ich auch nicht. Wo ist die Katze, wenn man sie mal braucht? Noch nicht aktiv. Ja, Pen. Aber noch nicht aktiv. Das vergehen noch Jahre, bis sie aktiv wird. Ja doch, in der Nacht, als die Motten gut, da letzte waren. Letzte Ebene. Ja, Motte war so das perfekte Wort eben irgendwie. Gott, was war das? Ein Zauber, der auf uns gewirkt wurde. Ja, das war doof, weil du hast dadurch ein bisschen was verloren. Ist nicht schlimm. Noch eine Feuerwehrjacke. Ich würde noch mal Heilung machen. Mach ich dann noch. Wobei, schon kann ich jetzt machen. Naja, weil du hast ja noch einen kleinen Weg und so. Kommt da ein Boss? Ich glaube nicht. Grüne Orca. Und ein junges Ei. Und noch eine Truhe. Jetzt noch ein weiter. Ja, holst du dir das auch gleich noch? Weil wir hatten noch kein Level up. Nur Gardenia. Also nehmen wir das jetzt noch mit. Au. Ja.
Gott, diese Mutter, töte das Vieh doch mal bitte. Du stirbst. Achso. Gib dir doch einen Dings. Boah! Die Fische stehen auf dich. Ich aber nicht auf die. Skills, benutzt eure Skills, verdammt. Ja, wollen sie aber nicht. Ich loote in der Zeit. Boom, boom, boom. In der Feuerkette. Level up. Ah, nur wir, ne? Ah, nee, sie auch. Machst oder? Du auch? Nein. Stand das da nicht eben? Nein, nein, ist ja noch nicht. Ach so, wir haben gewonnen. Dann hole ich noch einen Kampf mit. Das sollte dann vielleicht ausreichen. Sie greift natürlich das falsche Vieh an. Mach das gleich mal! Sag das dieser Fliege und nicht mir! Dir summt die ja nicht um den Kopf! Auch! Ich verstehe sowieso nicht, warum die hier wie bekloppt im Kreis herumfliegt. Na, und doch noch ein. Jetzt wird die Truhe hier. Der Tod. Tod. Da hättest du auch die Kiste da oben. Nein, das ist die Götterstatue. Achso, ja, stimmt, okay. Das sollte aber eigentlich vielleicht ausweichen, oder? Nö. Doch. Glückwunsch. Wenn schon, denn schon, ne? Ich finde, es gehört einfach mit dazu. Ach, Jock. Wenn schon alle da ihr Level abbekommen. Feuertatschen. Hier gab es ziemlich viele gegen Feuer Sachen. Ja, ja. Wollte ich mal so erwähnen. Lara geht weg. Nee, nee, was nicht. An sich ist es okay, weil es geht. Ausweichen geht zumindest sehr gut. Ja, gut, aber nehmen wir erstmal nicht. Na, aber ich habe lieber Lara als Rept, oder? Wegen Heilung. Ja. Rept ist zwar auch Heilung, aber Lara geht halt auf alle. Ja, und für den Fall, dass man Mistral nicht wählbar ist. Oder mal nicht kann. Buch der Gnade. Silberkäfer. Magier Seele ein paar Mal. Ne, ja, hatten wir jetzt 99 Mal und gut ist. Hm. Wie freundlich. Das ist aber, glaube ich, eins, womit man unsere Parameter verändern kann. Ah, die haben sich sehr lieb. Ja, das ist halt so. Es erinnert mich so. Irgendwie an zwei Leute. Ja, komm gut hin. Ach du und Mugen. Da. Ne? Naja, es geht. Ah, hier ist das schon noch vernünftig mit dem Bein. Das ist keine Hassliebe wie bei mir und Mugen damals. Ha! Naja, aber eine Hassliebe ist immer noch besser als nur hassen. Ja. Ja, von der Mücke angegriffen. Was? Ja, da war eine Mücke, glaube ich zumindest. Vielleicht war es auch was anderes, aber es wurde wie eine Mücke. Ja. Dann haben wir uns jetzt auch erstmal entleert und werden dann. Entleert? Auch wir haben eine neue E-Mail, sehe ich gerade. Woran die siehst du das? Da oben, neue E-Mail. Ach so, das sehe ich doch nicht. Weil blau. Die nehme ich jetzt auch noch mit. Wir. Ja, ich meine, aber ich sehe. Ja, du spielst, ich weiß. Du liest sie aber nicht. Ich weiß, das machst du. Weil du so ungern vorlesen tust. Dafür bin ich da. Das habe ich schon immer in der Schule gehasst. Ja, in der Schule habe ich es auch gehasst, weil ich immer so langsam lesen sollte. Und ich habe immer gedacht, ja. Könnte mich mal. Tintenfisch ist. Ach ja, das war. Wie? Wovon sprichst du? Was magst du an Tintenfisch? Meintest du etwas anderes? Das passt jetzt ganz ein. Ja, ich meine, die haben ja schließlich auch über Fussel geredet, also von daher. So, speichern wir mal. Und gehen dann im nächsten Part mit Black Rose. Storytechnisch weiter. Genau. Bye bye!